Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout London. Onkel Ned verloren gegangen, ne? Sowas. Gut, schauen wir mal. Habe ich den Anzug eigentlich jetzt an? Dann mal rein da. Ja. Scheint den Namen nicht zu Unrecht zu haben. Wird viel gebastelt, wie es aussieht. You down to trade? Take a look. Ja, lass mal grad reinschauen. Ich bin sehr überlegen, ob ich langsam Munition kaufen sollte. Sonst noch irgendwas Witziges? Oder viel gebastelt hier, ne? Oh, neues Schwert. Ja, ich glaube, das sollte passen. Farewell. Every day we take a little piece back what we lost. Na guck. Ah, schade, ist noch nicht zum Mitnehmen. Ich denke, wir müssen es erstmal noch ein bisschen den Leuten hier anfreunden. Ja, okay. Na, Sparky. When the sun's in your eyes, even you look proper dressed. Dann kommen wir gerade hier. Ja. Warte mal, ich komme mal darüber. Ja, und das macht er. Dankeschön. Du bist wahrscheinlich oben drüber. Ja. Na dann. Wait for the light. Now we go. Alles klar. Hallo Prinz. Prince Davies, I present the brave new roundel who turned the tide at the Battle of the Hurly Burly. Ah, the tide turner. The wandering wrong number. The battle brazen. Ball buster of Miller's men. Come in. Come in. You might be coming on a bit strong, my prince. Fuck. Oh well. Hope I didn't offend you. Nö, ich bin eher amüsiert als alles andere. That makes one of us. Losing his brother, Prince Keith, has been especially hard on us all. The prince sometimes uses aids to help ease the pain. Yep, das sehe ich hier. Es sind überall Drogen, die hier rumliegen. Ja, tut mir leid, dass dein Bruder gestorben ist. Was passiert? He was a hero. Adonis. Hercules.
Richard the Lionhearted. Robin Hood. Arthur. Miller mercilessly struck him down at the Battle of the Bang Bang. Prince Pete rallied us and got us to safety. Without his leadership, the Roundels would be no more. My hand held his head. The half that wasn't split off by Miller's bloody hammer. It's okay, my prince. No, it's not. Keith, where's Keith's body? What did you do with him? I need to be with him. Maybe we can save him. Moon knows all sorts of things. Maybe he can save him, Patrick. Maybe he can save him. I think we should take some Carmex. You'll feel better, Prince Pete. I'll hold him. Jab him in the arm, gently. Ja, er wird schon okay sein. Yes, it will. Time for us to take our leave. Must be a good day. Prince Pete's music choices actually sound a bit happy. Aber pro Musik. Ist hier eine Platte rumliegen, zufälligerweise? Watch where you're going. Ja. Er ist, glaube ich, komplett durch. I swear the sun rises earlier when you're out dancing. Gut. Achso, warte mal. Ah, ich soll mit dir nochmal reden. It's probably best you speak with Mike or Dennis. While they're not princes, they basically run the day-to-day. Kann ich mir vorstellen. Erzähl mal von Mike. It's a complicated situation. While we frown on Chems, there is a time and a place for them, as you just saw. Mike supplies the Roundels, especially Prince Davies, but he also makes sure we don't go overboard. Without him, Prince Davies would likely source his own way to relax, and that means questionable sources and likely higher quantities. Okay, my time about Dennis. Well, you've already met him. A straight arrow on the surface, but he's not afraid to take bold action if he thinks it'll help the Roundels. Some people think he goes too far, especially when it comes to his loyalty to Pete, but maybe you could convince him there's a better course. Mhm. Okay, und warum erzählst du mir nicht ein bisschen was von dir? Me? I'll help where it's needed, but especially for Manchester Mike, and by extension, Prince Pete. Even Dennis relies on me from time to time. If you ever need me, you can usually find me with Mike around Marb House. Gut, ja, es scheint so, als weiß ich, mit wem ich zu reden habe. Their views on how to help the Roundels are very different. I doubt you can help them both with whatever their plans are. When the sun's in your eyes, ah, okay. You look proper dressed. Oh, alles klar. Aber ich glaube, hier war sonst erstmal nichts Interessantes. Vielleicht auf dem Klo? Nö. I almost hope they're attacked again. I want to off him and little boys for everything they've done. Yeah, yeah. Okay. Sehr gut, dann schauen wir mal. Yep. Also nochmal zurück. Gut, da habe ich jetzt ja die große Auswahl. Können wir beide mal anhören? I see you met Davies. How is he today? Ja, so gut es geht, finde ich, helfen die Drogen normalerweise. Less and less, I'm afraid. After his brother died, the Chems helped a bit. Even then he was a bit dodgy.
Some days he was the old Pete. Others, well, you just saw what the other days look like. Ja, und wenn es so aussieht, führst du da die Meute an, Dennis? Prince Davies might have bad days, but he's a strong and capable leader. I've business at the Oberon. Meet me there. I have some things I want to discuss with you. Gut. Was hast du zu erzählen? I see you met Prince Davies, and judging by your face, it wasn't what you were expecting. War schon immer so? Since Keith died, yeah. Some days are better than others. Helping Pete cope has come at a high price. Für ihn oder für die Roundels? Both. But I think there's a way for everyone to win. It's a bit of a delicate plan. So let's talk it over at Marb House. Meet me when you're ready. I smelled worse, but not much worse. Okay. John, geht's mal noch mal raus. Mal gucken, was die so zu erzählen haben. So, das sollte noch hier drin sein, ne? Ah ja, okay, wir haben sich theoretisch sogar beide. Drin. Ja, stimmt, die haben wir ja auch noch. Ich fange gleich mit Dennis mal an. Guten Tag, guten Tag. Ach, scheint dann hier rüber zu gehen. Hi. Oh. Frech. So, das war's dann mal mit euch. Müssen wir es halt noch da irgendwie rüber. Wo der Pfeil in die andere Richtung weist. Verschwinde halt. Oh. Ihr haltet erstaunlich viel aus. Genau. So, danke.
Und die sind dann wieder auf unserer Seite. Gut, gut. You might want to think about making a U-turn out of here. Na, mal schauen. Gut. Dann mal wieder hier rein. Hab das mittlerweile übernommen. Okay. Ja, bisschen Musik im Hintergrund. Gut. I don't care, Dennis. The Roundels need you. You, not a Chem-adult leader past his prime. Prince Davies is a hero. He is. But so are you. And if you don't step up, we're going to fall. The Battle of Hurley Burley was just a taste of what Miller's men are up to. What would you have me do? Kill him? Maybe. And every Roundel would take up arms against me. It would be the end of us. Huh? Ist nicht mehr Intelligenz? Nein. Ja. Ja, Dennis hat schon irgendwie recht. Also irgendwie, ich glaube nicht, dass du einfach den Prinz umbringen kannst. We don't have to kill him. We just need Dennis to lead. Also schlag dir vor, dass ich mich darum kümmere. We're not killing him, and you're just getting some things. Zum Beispiel was? Just some things to help P sleep. A coma? He could relive his happiest moments. Three doses of Carmex should do it. And if anyone found out, they'd blame Rosie and Guy. Or maybe even Manchester Mike. Exactly. Not you. But don't worry. No one will find out. He does deserve a quiet way out. And with you in charge officially, we'll be a force no one can stop. But how can I buy up Chelmex without everyone suspecting? That's where our friend comes in. You can buy it from merchants out in the streets. There are plenty since Prince Davies doesn't have the will to stop them anymore. There are plenty of junky hooligans in Hackney you can nab one from. Or just make it. You seem to know your way around Chems. Meet us at the shop when you're ready. Okay, dreimal Chelmex. Dürfte wahrscheinlich gar keins haben, ne? Ne. Gut, dann will ich mir als Alternative nochmal das vom Mike anhören. Hier wäre keine Chem-Station, ne? Na, ihr habt da schon schön wieder Party hier laufen. Schön auf mein DJ-Pult hin reingebaut. Also Mischpult ist ja nichts zum Drehen, also kein DJ-Pult. Gut, so kann man es halt auch nutzen. Aber ja, das wäre es erstmal hier. Dann hören wir uns das Alternativangebot an. Choose Life. Ah ja, okay. Das scheint dann tatsächlich eher friedlicher abzulaufen, schätze ich mal. Okay. Dann, okay, da geht's rum. In Ordnung. It's the rhythm and the harmony. One without the other is just flat. That's why I can only listen to Roundel Radio. So, sehr schön. Polizeistation. Potenziellen Schnellreisepunkt mitgenommen. Gut, gut, gut. Da wartet schon der nächste. Mhm. Wieder Stress. Ein Fuchs.
sidekick. Barfoot. So, wir haben dich gerettet. Bitteschön. Always not, want not. Dann dürft's da wahrscheinlich reingehen. Von der falschen Seite. Ja, alles klar. Das Map House. Gespannt, was uns da drin erwartet. Okay, du hast jetzt nicht aufgenommen. Alles klar, also kann ich es ja mal kurz zusammenfassen. Theoretisch kann ich, glaube ich, auch nochmal laden. Die Stoppuhr ist weitergelaufen, aber die Aufnahmen nicht. Interessant. Gut, du hattest nichts zu verkaufen. Dann. Ja, gehen wir gerade nochmal runter. Aber wir haben zum Glück jetzt nicht so viel verpasst. Every day we take a little piece back what we lost. Mhm. So. Das Spiel ist wohl gerade ein bisschen durch, merke ich. Oh. Und nichts mitnehmen. Deep in the dark, I like to dance. La-di-da-di-da. Dann mach das doch mal. Okay. I'm glad you showed up. Gut, willst du mir erzählen, worum es hier überhaupt geht? Well, you don't need to be a detective to figure out I'm the one supplying chems to Prince Pete. Ja, warum hast du es getan? Because if I didn't, he'd have found another supplier. And another supplier wouldn't have rationed him. Was hat sich jetzt geändert? Prince Pete's getting worse. And the Roundels have been without a leader for too long. We can get him clean. It won't be easy. Because if someone notices he's missing, there'll be a riot. Ja, okay, also ohne einen Anführer werden die Roundels schwach aussehen. Ich hoffe, du weißt, was zu tun wird. I do, with your help at least. But before I say anything else, I need your word that this stay between us. One careless whisper and we're inviting everyone with a grudge to come attack. Or worse, we'll start attacking each other. Okay, ja, du hast mein Wort. Good, because we need to move fast. I've already identified the perfect safe house, right here in Hackney. I'll mark it on your map. I need you to scope it out, make sure it's as safe as it looks from the outside. And that it has all the necessary bits and bobs. A sturdy door. Pete may not have his old strength, but even a weakened man desperate for chems can knock down a few rickety planks tacked together. A cooler. That's essential to hold the detox supplies. And a bed. He's still a prince. This process will be rough, and he needs a comfortable place to get through it. Genau, warum müssen wir uns beeilen? As I already said, we'll be effectively leaderless while this is happening. Though, truth be told, we've been effectively leaderless for a while now. The sooner we get the old Pete back, the better. Na ja, gut, wenn du meinst, dass das funktioniert, ich glaube, dann machen wir das doch. Okay, ja. Sieh es als erledigt an. While you're doing that, I'll get Pete ready. Meet me back here once the building is ready. I must hope Miller attacks again. I want to off him and little boys for everything they've done. Okay. Ja, da kommen wir erstmal noch nicht ran. Vielleicht kriegen wir das als Belohnung, wenn wir seine Sachen erledigt haben. Kann ich jetzt hier hin? Kann ich tatsächlich. Gut, gut. Ja, dann will ich mal gerade noch schnell die Sachen hier machen. I swear if the stuff
So, da haben wir da ein bisschen Zeug da, das ist ja auch nicht verkehrt. Steak, gutes Ribeye. So, das sieht doch besser aus. Ich glaube, sonst war nix, ne? Yep. Okay. Cool. Ja, das ist auch alles noch klauen. Hast du gerade Freunde gefunden? Gut, dann ab nach draußen. Cool, cool. Scheint auch nicht so weit weg zu sein. Wahrscheinlich sind da Gegner drin. Würde ich mal schätzen. Irgendwas, was wir halt noch ausräumen müssen. So von aus sieht es mal nicht schlecht aus. Ja. War zu erwarten. Und aber alles unterhalb. Doch nicht zu sein? Beef Eater. Gut, du hast ihn unterlegt, sehr schön. Das dürfte alles hier oben sein. Ich glaube, da kommt gerade was, ne? Ne, ihr rennt alle noch unten rum. Ist soweit in Ordnung. Ist hier irgendwas Tolles? Du hast hier schon mal geguckt. Cool, cool. Ist da überall noch jemand drauf? Ah, doch nicht. Du hast zumindest mal rausgeschafft. Dann schauen wir, was unten abgeht. Beziehungsweise. Oh, I love old stuff. Deswegen nehmen wir es ja mit. What was that? Ich bin zum Glück schnell weg. We're not alone. Ach was. Companion. They won't forget us in a hurry. The wrong treasure hunter and her trusty sidekick. Oh great. More good. Bisschen mehr stehen bleiben, dann hilft das auch. Good work, sidekick. Dankeschön. Ich schaue es mir mal an. Ich glaube nicht, dass es so viel besser ist.
Kann ich auch. Someone's after us. Is that them? So, sehr schön. Wie soll ich das denn jetzt aufräumen? Dann kommt das Eiskohle, hätten wir da. Das ist ja schon mal was wert. Ja, ich glaube, da kann man mitarbeiten. Das sollte passen. Okay, ich mach mal sauber. Jetzt brauche ich 4-mal Antiseptik und 4-mal Dings. Gut. Gut. Stahl habe ich immerhin. Oh, also noch Antiseptik, wie es aussieht. Ja. Okay, dafür bräuchte ich die Science. Das soll auf jeden Fall Dings geben. Ja. Okay. Ja. Stahl habe ich auch nicht mehr so viel, sehe ich gerade. Ja, wohl doch mit den Dingern. Passt das. Es wäre cool, wenn die Sachen alle hier wären, weil ich keine Lust habe, jetzt noch nach Schrott zu suchen. Das war nichts drin soweit. Ja genau, das haben wir jetzt geändert. Okay, halt umgebaut. So. Antiseptik, genau. Davon habe ich halt gar nichts. Nehmen wir mal alles mit, was hier rumliegt. Und schauen wir weiter.
Ja, gut, wenn ich mir das jetzt markieren könnte. Zack, 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 zack. Telefon hat bestimmt alles, was man braucht. Gut, oh, aber ich sehe ja schon ein bisschen längst über die Folge hinaus. Dann werde ich mich hier noch ein bisschen umschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn ich die Sachen zusammen habe. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.